Weil er einen 68-jährigen Mann getötet haben soll, steht seit heute ein 61-Jähriger vor dem Trierer Landgericht. Laut Anklage soll er im März diesen Jahres seinen Nachbarn mit einem Kleinkalibergewehr in einer Kleingartenanlage in die Brust geschossen und dabei tödlich verletzt haben. Der Angeklagte gab heute über seinen Anwalt eine Erklärung ab, in der er angab, sich von dem Opfer bedroht gefühlt zu haben. Der 68-Jährige soll sich von einem lauten Rasenmäher gestört gefühlt und mit einem Kantholz darauf eingeschlagen haben. Daraufhin richtete der Angeklagte ein Kleinkalibergewehr auf den Rentner. Der Schuss soll sich aus Versehen gelöst haben. Das 68-jährige Opfer verstarb noch in der Kleingartenanlage. Die beiden Nachbarn sollen seit Jahren verfeindet gewesen sein.